Heute sind wir am spektakulären Yas Marina Circuit, um das letzte Kapitel dieser Saison aufzuschlagen. Bei 3 der ersten 4 Veranstaltungen hier hat es der Fahrer auf der Pole-Position nicht ins Ziel geschafft. Das heißt, aus der ersten Reihe zu starten ist bei diesem Rennen keineswegs eine Garantie für den Sieg. Nicht mehr lange und wir stürzen uns noch ein letztes Mal ins Getümmel zum großen Preis von Abu Dhabi. Hier auf dem Yas Marina Circuit kriegen es die Fahrer mit 9 Rechts- und 12 Linkskurven einer Gesamtlänge von 5,47 Kilometern zu tun. Die 2 langen Geraden eignen sich perfekt für Überholmöglichkeiten, bevor es in die jeweiligen Schikanen geht, und wir können uns insgesamt auf sehr schnelle Runden freuen. Die Rundengeschwindigkeit liegt im Durchschnitt bei knapp 200 km/h. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über Mr. Monaco. Was für eine grandiose Saison haben wir von ihm gesehen. Der Sieg ist hochverdient und da sie den Titel bereits in der Tasche haben, können sie völlig unbeschwert in dieses Rennen gehen. Das haben sie sich einfach verdient. Ich würde zwar nicht von einer makellosen Titelherausforderung sprechen, aber durchaus von einer, bei der viel Konsistenz spürbar war und die gut bewältigt wurde. Ich für meinen Teil hoffe sehr, dass sie heute etwas Dampf ablassen und uns ein spannendes Rennen erwartet. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Mr. Monaco, Leclerc, Sergio Perez und Vettel, Verstappen, Ricciardo, Norris und Esteban Ocon. Quert, Sainz, er hat eine Gridstrafe erhalten, Lance Stroll und Albon, Russell, Giovinazzi, Mick Schumacher und Nicolas Latifi. Magnussen, Grosjean, Raikkonen und Pierre Gasly steht auf dem letzten Platz im Grid. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2020, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, das Saisonfinale unserer zweiten Saison steht an und wie du siehst, wir stehen ganz, 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 ganz hinten und die Entscheidung ist auch super, super spontan getroffen worden, dass selbst ja die Startaufstellung ein bisschen durcheinander gekommen ist. Also hier steht immer noch P3, auf dem Lenkrad sieht man es sogar und ja, es wurde auch angezeigt P3 und auch die Kommentatoren haben mich ja als P3 oder P4 vorgelesen. Also das war super spontan und eigentlich wollte ich es auch gar nicht machen. Eigentlich wollte ich nochmal so mit, ja wie soll man sagen, mit vollem Ehrgeiz, mit allem, was halt geht, ins letzte Rennen gehen. Und dann habe ich so ganz spontan gedacht, ach komm, ey, wir haben die Meisterschaft, es geht eigentlich um nichts mehr, alles ist ja gesichert, ja, es kann nicht mehr nach vorne, nach hinten gehen, also auch bei den Teams nicht mehr. Also komm, dann lass doch einfach nochmal bei so einem schönen 100%-Rennen nochmal so eine geile Last-to-First-Challenge machen, um einfach rauszufinden, okay, wie gut ist unser Fahrzeug, wie weit nach vorne kommen wir bei so einem langen Rennen. Und ja, der ein oder andere hat auch schon kommentiert, hey, mach doch beim Saisonfinale wieder eine Last-to-First-Challenge, also auch schon direkt nach dem Brasilien Grand Prix. Und dann habe ich schon immer gleich gesagt, nee, mache ich nicht, habe ich auch nicht vor. Und tatsächlich habe ich das, ja, wirklich so ein paar Sekunden vor der Aufnahme habe ich gedacht, ach, weißt du was, bauen wir einfach die Teile ein, hier über 180 Platz Grid-Strafe. Und ich wiederhole mich da nochmal, selbst die Kommentatoren und die Startaufstellungsanzeige kamen da nicht mal mit klar. Ja, sehr gut, sei es drum, Mick hat sowas ähnliches vorgehabt, der hat auch nochmal eine 10 Platz Grid-Strafe gehabt, also fürs gesamte PXH-Team ist es auf jeden Fall eine Challenge, jetzt da nach vorne zu kommen. Aber das gehen wir an, das gehen wir an. Wir gehen rein in die Rennstrategie und da sehen wir, wir haben hier jetzt eine 3-Stopp, also 4 Reifensätzen, aber ich personalisiere das mal und genauso wie auch schon in der Vorsaison, wir können es tatsächlich auch mit einer 2-Stopp schaffen und vielleicht ist das auch der richtige Weg, um eben diese Last-to-First-Challenge hinzubekommen, ja, denn das Ziel ist trotzdem Erster zu werden, also das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Wir lassen das mal so, wie es ist, also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, da irgendwas länger zu ziehen oder kürzer zu fahren, nö, wir lassen es so, wie es ist. Sprit würde ich eigentlich auch so lassen, wie es ist. Ich denke, das kriegen wir schon ganz gut gemanagt. Und bei den Autoeinstellungen, ja, versuche ich es mal mit dem Viererflügel. Den habe ich ja recht spontan im Qualifying dann so ausgewählt. Eigentlich wollte ich ja mit 3.8 fahren. Vielleicht bei einem Boxenstopp wechseln wir nochmal rüber. Wobei, genau, das will ich vielleicht noch ändern. Moment, war schon richtig. Wir ziehen den Medium in die Mitte vielleicht. Und dann vielleicht beim letzten Boxenstopp, wenn es zum letzten Mal auf die Softs geht, dann machen wir quasi diesen Wechsel oder den Frontflügel umzustellen. Das wollte ich eigentlich damit sagen. So, das ändern wir wieder ab. So, wie viele Runden waren das jetzt da hinten? Jetzt muss ich noch gucken, dass ich das richtig hindeichsel.
So 15 und 17, ne, waren das? Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das... Das macht groß keinen Unterschied hier. Ah, das macht kaum einen Unterschied, meint er. Was soll ich denn noch mal länger strecken in den letzten Soft? Na, vielleicht schon, oder? Könnten wir mal probieren. Ja, wobei, wir gehen auf Nummer sicher, wir machen es mal so. Im Zweifel können wir immer noch sagen, okay, wir ziehen es vor oder so. Ja, machen wir mal so, das passt schon. Und dann würde ich sagen, wir haben ein super, super langes Rennen vor uns, deswegen will ich gar nicht so viel schnacken am Anfang. Ich kann nur sagen, schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du am Start bist hier zum Saisonfinale unserer zweiten MyTeam-Karriere-Saison. Wir gehen jetzt aber rein ins Rennen, beziehungsweise in die Startaufstellung. Hier steht es auch nochmal 22 Platz Gridstrafe. Ja, ich weiß. Wir stehen immer noch da links als Dritter. Sehr gut. Weil wir Vierter waren. Wer war denn vor uns? Also da muss ja nochmal einer eine Gridstrafe bekommen haben. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen, wer eigentlich normalerweise Dritter gewesen wäre. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, ich glaube, das könnte nochmal eine richtig schöne, spannende, unterhaltsame Geschichte werden. Und ich meine, du siehst ja an der Folgenlänge, ich wiederhole es nochmal, es ist ein 100% Rennen. Ich habe ja gesagt am Anfang, dieses Let's Plays, das Finale in Abu Dhabi, werde ich immer mit 100% fahren. Das habe ich auch in der ersten Saison gemacht. Und es hat auch schon gut Laune gemacht. Und warum sollte das jetzt nicht hier auch nochmal gut Laune machen? Es geht ja um nichts mehr. In Brasilien haben wir den Fahrertitel eingesnackt. Wir haben knapp über 30 Punkte Vorsprung vor Hamilton. Deswegen kann da auch nichts mehr passieren, selbst wenn es jetzt eine Nullnummer ist. Aber wie schon gesagt, Last to First ist Programm. Wir versuchen jetzt einfach nochmal alles aus unserem PXH-Boliden rauszuholen. Das letzte Rennen für unseren PXHR 200, der PXHR 201 steht ja quasi dann schon in den Startlöchern. Aber da werde ich während dem Rennen auch nochmal ein bisschen was erzählen. Wie es geplant ist mit der dritten Season, denn die dritte Saison gibt es auf jeden Fall. Wir wollen natürlich noch den Konstrukteurstitel holen oder zumindest mal darum kämpfen. Das ist das große Ziel von Anfang an gewesen. In der dritten Saison soll es darum gehen, dass wir natürlich jetzt schon in der zweiten den Fahrertitel geholt haben. Ist natürlich umso schöner und deswegen können wir natürlich mit breiter Brust in dieses letzte Rennen gehen und natürlich dann auch schon in die kommende Saison blicken. Ha, ich freue mich, ich freue mich. Ich hoffe, du hast hier ein bisschen Zeit mitgenommen. Ich hoffe auch wirklich, viele von euch spulen irgendwie das Rennen nicht vor, nur weil es jetzt ein bisschen länger ist, sondern genießen einfach dieses schöne lange Rennen. Vielleicht auch in Vorbereitung auf die echte Formel 1 Saison, die ja nächste Woche startet. Na, schon mal so ein bisschen drauf eingrooven auf ein schön langes Rennen. So oder so wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viel Spaß beim großen Preis von Abu Dhabi hier auf dem Yas Marina Circuit. Hier in dieser F1 2020 My Team Karriere mit unserem PXH Racing Formula One Team. Es geht los. Oder auch nicht, weil irgendeiner nochmal eine extra Einführungsrunde fährt. Seht ihr das auf der Minimap? The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Ja, eigentlich bin ich, aber gut. Ja, okay, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Zeit. Die Reifen kühlen natürlich jetzt super ab. Also es hat sich jetzt natürlich gar nicht gelohnt. Den Bug gibt's ab und zu, dass irgendwie die KI noch mal eine Runde extra fährt. Ich glaube fast auch, dass es jetzt damit zusammenhängt, dass ich diese Crit-Platz-Strafe gemacht habe, so kurzfristig. Müssen wir jetzt wirklich die komplette Runde warten oder bricht der dann irgendwann ab? Ich weiß es gar nicht. Ist ja lustig. Aber die Geduld nehmen wir uns jetzt noch mit, oder? Die Geduld nehmen wir jetzt noch. Ja, da vorne ist auch eine Lücke, man sieht sogar. Hinter dem McLaren. Das müsste sogar neben Mick sein, glaube ich. Ja, wenn Mick einen guten Start hat, kann er direkt in die Lücke reinstechen. Wobei, nee, ich glaube, nee, es ist, glaube ich, nochmal einer dazwischen. Naja, gut. Was ist denn das? Das müsste ein Red Bull sein, oder? Das müsste ein Red Bull sein, der da nochmal eine Ehrenrunde dreht. Schon vor dem Rennen. Das ist geil. Ja, zum Glück haben wir die komplette Streckenkarte an. Sonst würden wir das gar nicht sehen. Ja, fängt ja schon mal richtig lustig an. Ja, Startaufstellung wird nicht richtig angezeigt. Und so weiter und so fort. Ah, jetzt. Okay, viel Spaß.
Gar nicht mal so einfach hier. Da auch meinen Flügel jetzt nicht anknacksen, weil wir doch eine größere Mission hier haben. Na, mein Freund. Problem ist halt, dass die anderen hier hinten eigentlich auf frischen Softs starten, während wir hier natürlich schon auf leicht angeknabberten starten, weil wir trotzdem die Parkvermehrregel am Start haben mit unserem Q2-Reifen. Aber sei es drum, oh, zu dritt hier durch. Ich weiß nicht, ob das gelingt. Jetzt hart über den Curb, da fehlt mir jetzt halt der Schwung. Aber komm. Auf geht's, direkt mit richtig Action hier. Den Williams lassen wir doch easy stehen. Ein bisschen aufpassen. Es staut sich hier natürlich jetzt ein bisschen, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Puh, Vorsicht. Ja komm, ich lasse mal die Bilder ein bisschen für sich sprechen, weil ich muss mich jetzt schon konzentrieren, weil es staut sich schon ziemlich stark hier. Und ich fahre, das habe ich gar nie gesagt, tatsächlich in dieser Karriere, aber ich fahre schon seit einer Weile tatsächlich mit Simulationsschaden. Das heißt, der kleinste Berührer am Flügel macht mir auch einen Flügelschaden. Ich fand, irgendwann war es an der Zeit, wo ich gesagt habe, komm, es kann noch mal ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier rein. Der echten Formel 1 fährt man sich auch mal ruckzuck im Flügel kaputt. Das Tolle ist ja, wenn man auf Simulationsschaden geht, das betrifft die KI genauso. Bei den sonstigen Strafen ist das ja immer so eine andere Sache. Ne, wir waren auf die Geraden. Ich glaube, wir haben mehr Topspeed als die meisten. Wir werden auch ein bisschen aufgehalten, habe ich so das Gefühl. Außenrum. Außenrum, alles klar. Das war nicht mal so geplant, aber unser Fahrzeug gibt es einfach her. Komm, Feuer frei. Den Alpha ziehen wir ab und jetzt haben wir direkt Mick vor uns. So, ich müsste früh anfangen, auch ein bisschen Sprit zu managen, weil wir jetzt ja nicht so viel extra mitgenommen haben. Da ist der Red Bull, der die Ehrenrunde gedreht hat. Vor Giovinazzi. So, Mick, ich hoffe, wir regeln das schön sittlich. Ja, nicht so einfach jetzt hier. Ups, ein bisschen zu hart über den Curb. Auto fühlt sich aber ganz gut an. Das passt soweit. Ja, das Geile ist halt wirklich bei diesem 100%-Rennen, man fährt halt wirklich in die tiefste Nacht hinein. Weil der Zeitfortschritt wird ja bei den 25 oder 50%-Rennen nicht angepasst. Das heißt, dieses volle Abu Dhabi-Erlebnis von der Abenddämmerung in die Nacht hinein hat man halt tatsächlich nur bei einem 100%-Rennen. Deswegen ist es halt hier umso geiler, wenn man das halt auch wirklich so fährt. Aufpassen hier in der verwirbelten Luft. So, gegen den einen Teamkollegen. Saug dich ran. Das war doch ein gutes Überholmanöver. Komm, Feuer frei. DRS haben wir nochmal. Und es geht nach vorne. Der Hamilton oder wer auch immer vorne ist, zieht natürlich schon ein bisschen weg. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das Rennen sich noch so entwickelt. Aber es ist lang. Deswegen wollte ich jetzt am Anfang auch nicht unbedingt in jede Lücke stechen. Wir haben die Zeit, wir haben die Geduld. Und solange es weiter nach vorne geht, ist doch alles cool. Mal gucken, vielleicht schafft man es ja wirklich ein Stop weniger als so mancher Konkurrent zu fahren. Oder einfach über die weicheren Reifen, weil ich kann mir vorstellen, dass manch einer auch Medium-Medium-Soft, also Soft-Medium-Medium so rum fährt. Oder vielleicht auch mit den harten, der ein oder andere spielt. Das ist halt cool an 100%-Rennen, da gibt es halt einfach so viele Strategien, die möglich sind, die man theoretisch machen kann. So, jetzt müssen wir aber Druck machen, dass wir da an Giovinazzi
möglichst ran und vorbeikommen. Auto fühlt sich gut an, ein bisschen muss man aufpassen auf die Hinterachse, das ist einfach durch die veränderte Aero-Ballast, das habe ich ja schon im Qualifying gesagt. Und normalerweise habe ich das Ganze auf dem Dreierflügel auf oder umgesetzt, aber das kriegen wir schon hin. Konzentriert bleiben, weiter Attacke machen. Ja, Alfa Romeo ist nicht langsam hier auf den Geraden. Ja, ich versuche es jetzt trotzdem mal hier so rein. Fehlt mir jetzt halt der Schwung. Auto kommt ein bisschen quer, aber passt. Giovinazzi kann es nicht richtig umsetzen und hat jetzt auch von Mick ein bisschen Druck. Das gibt uns ein bisschen Luft, weiter nach vorne zu gucken. Und direkt jetzt Alexander Albon in den Fokus zu nehmen. Ah, macht es Spaß. Es macht einfach Spaß. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du ein weiteres Mal dabei bist hier bei einer F1 2020 mein Team Karriere-Saison. Vielleicht guckst du auch zum ersten Mal hier vorbei. Also falls du ein Zuschauer bist, der zum ersten Mal hier reinschaut, dann ja, melde dich gerne in den Kommentaren und fühle dich herzlich willkommen hier. Schaltest natürlich jetzt zum Saisonfinale ein, aber das muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Denn hier steht eine Last-to-First-Challenge an, die wir natürlich mit Tempo, Taktik und Geduld stellenweise auch angehen müssen. Aber das kriegen wir alles hin. Fahrzeug fühlt sich gut an. Ein bisschen früher muss ich rein da in die Schikane. Und dann holen wir uns jetzt. Der Abstand ist zwar ein bisschen zu groß, aber ich habe mal Vertrauen. Wobei, er ist schon sehr groß, der Abstand. Das funktioniert nicht. Also ich bin noch auf Überholen. Nicht, dass mir der Arsch jetzt zu sehr kommt. Okay, das hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil er leider auch DRS hatte. Aber wie gesagt, da ist jetzt auch Geduld, Überblick und so weiter wichtig. Ja, und manchmal aber auch ein gutes kalkuliertes Risiko. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass das funktionieren könnte. Jetzt ist nur der Williams, der uns da ein bisschen Probleme bereitet. Aber es klappt außenrum. Yes, Mann! Baby! Wir sind im Geschäft. Hier kommt der Weltmeister, meine Damen und Herren. Fürchtet euch und zittert. Racing Point, der nächste. Stroll. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal eine größere Lücke, die wir zufahren müssten. Stroll sollten wir aber eigentlich bekommen können, weil der jetzt erstmal kein DRS hat. So, diesmal sind wir besser rausgekommen. Sehr gut. Den lassen wir jetzt einfach stehen, lange im Windschatten und pew! Bye, have a good time! So, jetzt hat er zwar DRS, aber das ist egal. Da wird er nicht rankommen. Nächster ist Sainz. Ja, alles gut. Zum Aufpassen, das Auto ist natürlich schon schwer, das merkt man. Ich denke, da können wir auch noch mal viel in der Entwicklung tun für die nächste Saison. Nächste Rennrunde, sehr schön. Das ist doch schon mal auch ein Zeichen. Nach ganz vorne. Sollen sie es ruhig im Hamilton funken? Ja, ja.
in front is 1.6 seconds. Ja, einige haben auch schon geschrieben für die nächste Saison, ob ich mir nicht irgendwie so ein 2021 Mod runterladen soll, also dass halt jetzt in der dritten Saison die Fahrzeuge und Teams halt quasi die Lackierung aus der neuen Saison haben. Prinzipiell ein guter Gedankengang, aber dann haben wir genau das Problem wie Anfang der zweiten Season schon. Ich habe keine Rechte an den ganzen Marken und Sponsoren, also keine Lizenzen. Und naja, ich will mir da halt einfach ganz, ja, knallhart gesagt, nicht ans Bein pissen lassen und auf der rechtlich sicheren Seite sein. Und deswegen verwende ich keine Sponsoren in irgendeiner Form, die ja ich nicht verwenden darf oder ich keine Rechte dran habe. Und deswegen, ja, die 2021 Liveries sehen wir dann einfach auch im 2021 Spiel. Deswegen, ja, wir werden nächste Saison nochmal natürlich mit diesen fahren. Allerdings, so drastisch haben die sich jetzt nicht verändert. Gut, okay, Renault ist jetzt halt Alpine und Ferrari ist jetzt zum Teil grün, aber nee, Racing Point ist natürlich dann nicht mehr rosa, sondern grün, weil es Aston Martin ist, aber ja, come on, das ist doch egal. Ist ja auch hier eine fiktive Saison. Das passt schon so. Oh, jetzt habe ich vergessen, auf Marga zu switchen. So, wir sind aber dran an Sainz. Das ist schon mal gut. Ist nicht gut gefahren hier. Für die Air ein bisschen. Ein bisschen ransaugen, dass wir auch ja DRS bekommen. So, den holen wir uns, weil er kein DRS von Kwiat bekommt. Will aber nochmal kontern, dann lassen wir ihm ein bisschen Platz. Aber jetzt müssten wir beim Umsetzen eigentlich davor kommen. Komm, Feuer frei. Ja, Sprit ist jetzt ein Thema, da muss ich jetzt echt ein bisschen anfangen zu managen. Das kriegen wir hin. Ja, und was ich auch immer wieder mal gelesen habe, war wegen den Fahrerwechseln, dass bei manch einem die Fahrer viel mehr hin und her wechseln. Und ob ich das deaktiviert hätte? Nee, habe ich nicht. Also ich wüsste nicht mal, dass man es deaktivieren kann. Die haben einfach bei mir nicht groß gewechselt. Ich glaube, das liegt einfach halt auch zum Teil daran, dass ich halt keinen bestehenden Fahrer aus einem Vertrag rausgerissen habe für unser Team. Sondern, dass wir ja Mick haben, der hier im Spiel ja noch aus der Formel 2 kommt. Und ich glaube, das könnte der Grund sein. Mal gucken, wie es sich entwickelt, weil Raikön wurde ja schon angekündigt hier in dieser Karriere, dass er jetzt Ende dieser zweiten Saison aufhört bei Alfa Romeo. Deswegen könnte es schon sein, dass der ein oder andere jetzt wechselt. Das werden wir dann sehen zur kommenden Saison. Klar, cool wäre es auf jeden Fall, wenn der ein oder andere wechselt. Aber andererseits finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn es nicht zu drastisch alles sich verändert. Solange es noch im mehr oder weniger realistischen Rahmen bleibt. Fände es jetzt irgendwie komisch, wenn Hamilton auf einmal irgendwie bei Renault oder so fährt. Du verstehst, was ich meine. Mal gucken, wir werden es sehen. Aber wie gesagt, deaktiviert oder irgendwas habe ich nicht. Also das Spiel kann da wechseln, wie es lustig ist. Und ja, im gleichen Atemzug kann man auch schon mal sagen, es gibt immer wieder Stimmen hier aus der Community, die halt dann sagen, ja, du musst jetzt jemand anderes verpflichten, nicht immer Mick. Und dann gibt es auch wieder die anderen, sagen, ja, halt auf jeden Fall an Mick fest und ja, hin und her. Ich glaube, es ist schon eigentlich seit Anfang an klar, dass ich gesagt habe, ich gehe den Weg mit Mick. Einfach aufgrund des Formel 2 Let's Plays noch in F1 2019, wo wir ja gesagt haben, komm, das machen wir, nehmen Mick so mit. Und ich habe gesagt, solange er in meinen Augen das Potenzial zeigt, hier wirklich uns mit an den Konstrukteurstitel zu bewegen, und den Weg sehe ich, er macht eine gute Entwicklung, er hat in der ersten Season eine gute Entwicklung gemacht. Und er hat jetzt hier auch in der zweiten Saison eine gute Entwicklung gemacht. Sehe ich mich da nicht gezwungen, irgendwie einen anderen Fahrer zu verpflichten. Ich habe auch schon Ideen natürlich für das Let's Play in F1 2021. Wenn es da wieder eine My-Team-Karriere gibt. Weiß man ja nicht, was sie sich einfallen lassen. Vielleicht
canceln sie auch diesen Modus wieder raus. Das wäre natürlich schade, weil geil ist er ja. Nee, dann habe ich natürlich auch schon so Kandidaten, wo ich sage, oh, das könnte vielleicht Sinn machen. Und dann werden wir dort vielleicht eher mal den Fahrer hin und her wechseln. Aber in dieser Karriere, in diesem Let's Play, habe ich gesagt, solange Mick in meinen Augen Potenzial zeigt, halte ich auch an ihm fest. Und, naja. Nicht jeder von euch wird jetzt unbedingt Fußball schauen. Aber die, die es tun, ich komme halt aus Freiburg. Ich bin als kleiner, ja, Stöpke ist schon immer SC Freiburg-Fan gewesen. Und ich glaube, jeder, der den SC Freiburg kennt im Fußball, der weiß, ja, der SC Freiburg, der hält gerne an Trainer fest. Und wenn es geht, auch an den Spielern, sofern es bezahlbar ist. Und ja, deswegen bin ich da ein bisschen geduldiger, was sowas betrifft. Ich bin da nicht jemand, der da immer ganz schnell hin und her wechseln muss. Und deswegen sehe ich mich da als Teamchef da sehr ähnlich irgendwo. So, und wer ich hier laber und laber und laber, schreitet natürlich das Rennen voran, deswegen mal wieder ein bisschen Fokus aufs Renngeschehen. Wir sind auf Platz 9, das ist auch schon der erste in der Box, der erste Renault. Das dürfte dann Ricciardo sein. Und ja, wir nähern uns natürlich unserem Boxenstoppfenster auch an. Aber Rennen läuft bis jetzt ganz gut, würde ich sagen. Hamilton zieht ein bisschen davon da vorne. Das wird noch ein interessantes Thema sein, aber ansonsten Step by Step snacke ich mir den einen nach dem anderen hier. Kein DRS für den Renault, für Ocon. Wieder mal ein Angriffsversuch für mich. Er drängt sich nochmal rein, lassen wir ihm in den Platz, ziehen wir nicht zu. Wir fahren natürlich auch gegen die Konkurrenz fair, aber nur so weit, dass sie überleben können. Das Überholmanöver vorhin fand ich immer noch sehr geil. Gegen Alexander Albon. Ja, vielleicht, wenn ihr euch noch so ein bisschen an diverse Überholmanöver erinnern könnt in dieser zweiten Saison, schreibt doch mal gerne, welches euer liebstes Überholmanöver von mir in dieser zweiten MyTeam-Karriere-Saison war. Also gerne rennen und gegen wen und so. Wenn ihr ganz fleißig seid, gerne auch nochmal den Videolink mit Timecode raussuchen und posten. Falls ihr da noch irgendwas im Kopf habt, wo ihr sagt, boah ja, Ray, das ist mir im Gedächtnis geblieben, das war ein richtig geiles Manöver. Dann haut mal gerne raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einige geile Manöver hatten, aber so jetzt, so direkt kann ich es jetzt auch nicht mehr sagen. Ich glaube, da weißt du als Zuschauer eher. Weil ich meistens, wenn ich ein Überholmanöver gemacht habe, es kurz als geil abhake. Also wenn es ein gutes war. Und dann aber schon den Fokus wieder weiter nach vorne richte. So, wir gucken mal auf die Reifen. Die sehen aber ganz gut noch aus. Sind jetzt dann gleich bei dieser magischen 35% Marke. Da merkt man dann schon, dass die Reifen gut abbauen. Und dann so bis 45% merkt man schon, wie sie stückweit schlechter werden. So, die zwei kämpfen. Vielleicht die Chance für uns hier. Ja, ich konnte jetzt nicht richtig. Das ist auch ein schönes Manöver. Nur jetzt verbremse ich mich. Das war natürlich weniger schön. Aber egal, wir bleiben trotzdem vorne. Weil wir die bessere Bahn haben. Ja, Platz 6 aktuell. Ist auch gut. So, Runde 13 müssen wir eigentlich rein. Aber ja, gut, wir werden es gleich rausfinden. So, Hamilton an der Box. Total interessant sein, sind halt auch einige auf Mediums gestartet. Also, unterschiedliche Strategien haben wir auf jeden Fall am Start. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ja, das Flutlicht wird auch immer stärker zu spüren hier. Na klar, je mehr die Sonne sich neigt, desto mehr strahlen die Flutlichter. So, Verstappen ist der Nächste.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Ne, Runde 15 gehen wir erst rein. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Aber passt ja auch, die Reifen geben es ja noch her. Muss man ein bisschen aufpassen an so Stellen wie hier zum Beispiel beim Rausbeschleunigen. Da ist auch so eine fiese Senke. Wenn du da zu viel Gas gibst, dann kannst du das Auto so ein bisschen abhauen. So, komm, den Red Bull. Ja, Red Bull hat auch ein ziemlich krasses Formtief gehabt in dieser zweiten Saison. Die sind mal bis, glaube ich, aufs dritte oder viert schlechteste Team abgerutscht. Mittlerweile sind sie wieder direkt hinter Ferrari, also das viertbeste Team müssten sie sein, oder das fünftbeste Team. Ich glaube, Racing Point ist noch davor. Aber ja, die holen auf jeden Fall wieder auf, was ich sehr schön finde. Aber ich habe es ja schon im Qualifying gesagt, alle Teams im Mittelfeld sind super eng zusammen. Also das könnte eine super spannende dritte Saison werden. Von wegen, wir werden hier alles wegdominieren in der dritten Saison, nur weil unser Fahrzeug besser wird. Die Konkurrenz entwickelt hier auch schön fleißig weiter. So, wir übernehmen die Führung mal zwischenzeitlich. Aber auch nur, weil wir jetzt länger draußen bleiben, weil wir auf unsere Zweistopp gehen. So, Mick auch in der Box. Auch schon mal gut, dann kommen wir uns nicht in die Quere. So, wichtig wird jetzt natürlich sein, in diesen zwei Runden, wo ich länger als die Konkurrenz draußen bin, jetzt hier keinen Scheiß zu bauen. Und möglichst wenig Zeit zu verlieren. Ja, Reifen sehen gut aus, 36% und 35% auf der Hinterachse. Also ich denke mal, wir werden noch unter 40% in die Box ankehren. Und wie schon gesagt, im Bereich von 35 bis 45 ist zwar so die kritische Phase, aber wenn wir da noch dann in die Box gehen, sind wir mehr als im Soll. Bisschen Gefühl, bisschen die Curbs attackieren, aber alles im Rahmen. Ja, Sprit ist jetzt noch so ein Thema, da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Push now. Ja, zu viel will ich gar nicht pushen, weil man merkt schon, dass die Reifen jetzt dann langsam keinen Bock mehr haben. Deswegen sage ich ja, die Runden jetzt schön ordentlich bis zum Boxenstopp fahren. Dann haben die Reifen hier ihren Dienst getan. Dann wechseln wir erstmal auf die Mediums. So, Hamilton ist schon direkt wieder hinter uns. Also der hat quasi fast einen ganzen Boxenstopp auf uns rausgefahren. Aber wenn wir wirklich einen Boxenstopp im Verhältnis zu ihm sparen, dann könnte das ein richtig spannendes Rennen bis zum Schluss werden. Also ich glaube, das könnte richtig geil sein. Und vielleicht war das auch wirklich die richtige Entscheidung, eine Last-to-First-Challenge zu machen. Aber da werden wir wieder beim Thema, was ich in der letzten Folge, in der Quali-Folge hatte. Es gibt einmal so den Entertainer-Ray und es gibt einmal den Fahrer-Ray. Als Fahrer hätte ich jetzt nicht diese Last-to-First-Challenge unbedingt machen wollen. Als Entertainer ist es natürlich wiederum cool. Andererseits, wenn man dann wiederum fährt und dann diese Überholmanöver macht und durchs Feld pflügt, dann kommt natürlich auch das Racer-Herz wieder ganz groß zum Vorschein. Ich glaube, es war am Ende die richtige Entscheidung. Und dadurch, dass ich selber so spontan erst getroffen habe, konnte ich ja auch gar nicht mich irgendwie verplappern im Qualifying, weil eigentlich war es, wie gesagt, gar nicht geplant. So, jetzt aber in die Box. Vorsicht. Vorsicht. So, auch nochmal sicher rein. Release. 2,1 ist gut. So, da kommen wir jetzt natürlich gut nach hinten durchgespült. So, wir wollten natürlich bei den Mediums immer noch auf den Viererflügel bleiben. Beim letzten Boxenstopp überlege ich mir natürlich wieder, auf den ursprünglichen Dreierflügel zu wechseln.
Das passt, wir kommen bei 12 raus. Okay, sind direkt jetzt hinter Norris. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Reifen relativ fix da ins Arbeiten bekommen. Upsala. Auch direkt DRS, sehr gut. Ja, das wird ein schwieriges Rennen auf jeden Fall gegen Hamilton. Also mal gucken, das könnte echt bis zum Schluss super spannend bleiben. So, man merkt die frischen Reifen trotzdem schon sofort. Ja, Sprit macht mir ein bisschen Sorge. Hätten doch vielleicht ein bisschen mehr Sprit mitnehmen müssen. Sind auf jeden Fall direkt schneller hier als die Herrschaften. Aber es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt nicht vorbeikomme. Na gut, wir kriegen unsere Chance. Da sind wir wieder bei der Geduldphase. Ja, wir haben deutlich mehr Grip in den Kurven. Das merkt man. Okay, hier staut sich wieder extrem, beide Red Bulls zusammen. Wobei ich glaube, der eine von beiden war noch nicht in der Box wahrscheinlich. Jetzt haben halt alle hier, geben sich gegenseitig Windschatten. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Mache ich jetzt hier mal keinen Angriff, hätte ich aber machen können. Und man weiß halt nie, wenn da so viele auf einmal sind, ob da nicht einer noch irgendwie rausschert oder so. Ah, ungünstige Phase gerade. Jetzt muss ich doch wieder vielleicht das Risiko dann doch erhöhen beim einen oder anderen hier. Weil hier werde ich definitiv aufgehalten. Hier können die so viel schneller. Aber das bringt mir halt nichts hier. Wenn man hier nicht vorbei kann. Klar, kriegen unsere Chance. Okay, you're within 1 second of the car ahead. Get ready to use DRS to overtake. Das haben wir fast schon gedacht. Das war ein bisschen verbremst. So, jetzt aber, komm. Komm, saug dich ran. Dammit. Da hat er mir nicht richtig Platz gelassen nach außen. Ah, es ist ärgerlich. Das läuft jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie schon gesagt, genau solche Phasen sind auch wichtig, dass man da die Ruhe bewahrt, fokussiert bleibt, die Chancen dann nutzt, die man kriegt.
We've got a lot of spare energy. Use your overtake button. So, sehr schön. Verdammt. Muss mich ein bisschen auf den früheren Bremspunkt einstellen, wenn ich DRS hatte. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Jetzt macht Norris den Konda. Und ich kann Norris einfach nicht vor mir gebrauchen. Komm, bleib jetzt schön mal hinten dran. Our gap to the car in front is 1.7 seconds. Hier Norris. Das ist lang genug nicht aufgehalten. Das war jetzt natürlich auch super ärgerlich, das Ganze. Weil im Fernkampf natürlich für die Spitze war das natürlich jetzt alles andere als geil. Komm, pushen, pushen, pushen. Und noch ein super langes Stint auf den Reifen. Das wird auch der entscheidende Stint sein. Aber stellt euch mal vor, wir hätten jetzt die Softs gehabt als zweites und erst die Mediums am Ende. Dann hätten wir quasi den Riesenvorteil der Soft-Reifen noch mehr verspielt. Deswegen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, da am Ende den hinzusetzen, dass wir da hoffentlich freie Fahrt haben, wenn wir dann am Ende auf die Softs gehen. So, jetzt muss ich mal gucken, ein bisschen die Verbremser ausstellen. Jetzt muss ich schon echt pushen. Also ich sollte schon jetzt gut was gut machen. Status Konkurrent! Ja, okay, das ist wohl ausgestellt gerade. Der hat mein Mikro nicht erkannt. Schade. Dann müssen wir das gleich manuell auswählen. Ich habe noch keine Ahnung, wo das ist. Nein! Nein! Oh. Ja, keine Ahnung, wie man da durchswitcht, ehrlich gesagt. Dann halt gibt es keine Infos zu Hamilton. Was passiert hier? Ja, das war jetzt ein Geschenk. Nein! Ach Gott, ja, vergiss es. Ich will das eigentlich abbrechen. Kann man das nicht abbrechen? Sagen Boxenstopp, Abbruch. Ja, ist egal. Jetzt wird uns Chef wahrscheinlich die ganze Zeit damit nerven. Wobei, er hat es, glaube ich, schon abgebrochen. Nein. Jetzt wollte ich zu viel Schwung da aus der letzten Ecke rausholen und ja, hat eher das Heck zum Übersteuern gebracht. Hamilton ist halt ultra weit vorne. Das wird ein ganz schweres Unterfangen noch. Jetzt habe ich sogar das DRS nicht genutzt. Ja, irgendwie ist das komisch. Ich kapiere dieses Funkmenü nicht, wie man da die Seiten durchschalten kann, wenn ich ehrlich bin. Ich würde schon ganz gerne wissen, wie der Abstand zu Hamilton ist. Aber Funken ist heute nicht. Dazu muss halt in Windows das Standardkommunikationsgerät das gleiche Mikro sein oder das Mikro, in das man reinspricht. Aber das hat es bei mir wohl irgendwie beim letzten PC-Neustart wieder umgesetzt. Das ist dann halt doof. So, jetzt Fokus. Lassen wir uns davon jetzt nicht ablenken. Bis jetzt ist dieser Mittelstint leider nicht nach absolutem perfekten Plan gelaufen, würde ich behaupten. Jetzt müssen wir aber Angriff auf Vettel hier machen. Am besten vorbeigehen. Den Fokus weiter nach vorne richten.
Sehr schön. Platz 6. Man merkt schon langsam, wie die Sonne deutlich mehr untergegangen ist. So eine Lichtstimmung ist Abu Dhabi halt schon geil. Ich finde die Strecke eigentlich so von den modernen Strecken jetzt auch nicht so schlecht. Also mit der konnte ich mich eigentlich schon immer ganz gut anfreunden. Und mit vielen anderen modernen Strecken eher nicht. So, und das war jetzt auch wichtig. Nochmal hier Ausrufezeichen setzen. Schnellste Rennrunde. Wir sind auf jeden Fall auf Speed. Wir sind dann auch bald Richtung Rennhalbzeit, Runde 27 ungefähr. Wäre das. Da wäre nochmal das normale Rennen fertig. Da hätten wir die Last to First Challenge jetzt nicht geschafft. Gut, da hätten wir wahrscheinlich gleich eine andere Strategie gefahren. Weiß so viel anders auch nicht. Na, jetzt gucken wir mal. Erstmal gucken, dass wir da an Verstappen rankommen, der ebenfalls gerade auf Mediums ist. Okay, gap ahead is 1.9 seconds. Ja, man merkt, das Auto wird leichter, fühlt sich deutlich besser an auch jetzt. Sprit kriegen wir auch gerade wieder ganz gut reingefahren. Bremser, nicht der Rede wert. Vielleicht bleibe ich auch auf dem Viererflügel, mal gucken. You're lapping around a second faster than the car ahead. Keep this up. Sekunde schneller als Verstappen, echt jetzt? Das war natürlich eine keine so schlechte Sache. Das Fahrzeug fühlt sich sehr creepy an. Sehr gut. Nur auf der Bremse bin ich noch nicht so ganz happy. Warte mal überlegen, ob ich sogar die Balance nach vorne lege. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Ups. Mal auf 51%. War natürlich, dass wir mehr blockieren, aber ich glaube, das passt schon. Ein bisschen die Balance beim Bremsen auf die Vorderachse gehen. Das sollte uns auf jeden Fall helfen. So, wir kämpfen uns ran. Angriff reicht noch nicht. Aber wir müssen natürlich trotzdem jetzt versuchen, relativ schnell an Verstappen vorbei, weil ich denke, der wird uns eher wieder aufhalten. Quersteher. Ja, ich habe es versucht, da direkt rein zu attackieren, aber so einfach ist es nicht. Und gegen Verstappen schon mal gleich zweimal nicht. Aber man kann sie ja schon mal zeigen, vielleicht hat er ja nochmal Quersteher oder so. So, jetzt müssen wir aber Druck machen hier. Reifen natürlich super Zustand. Also wir können halt immer noch übelst pushen mit den Dingern. Aber wir haben ja noch ein paar Meter zu gehen auf den. Ein bisschen aufpassen in der verwirbelten Luft hier durch. Aber es passt. Ja, das haben wir fast gedacht. Ja, verdammt, nicht gut, aber es reicht trotzdem, weil der kein DRS hat. Schon mächtig hier. Passen. Ja, geiles Rennen, aber trotzdem. Also ich finde es super spannend. So, jetzt nur ein bisschen aufpassen. Er ist langsam ziemlich viel verballert. Gap to car in
front is 1.9 seconds. Wir sind vorbei an Verstappen, das ist schon mal gut. Der, glaube ich, eine ähnliche Strategie gerade aktuell fährt wie wir. So, und jetzt am besten halt echt nirgends mehr aufhalten lassen. Ich traue immer noch diesen Grüppchen vorhin hinter Lando Norris ein bisschen hinterher. Aber ja, ich denke, es war halt nicht besser möglich. So, Perez in der Box, Leclerc direkt vor uns und Hamilton auch in der Box. Ich denke mal, Hamilton wird eben diese Standardstrategie gehen, dass der jetzt sich nochmal Soft holt und dann am Ende Medium. Und dadurch, dass Hamilton so einen riesen Gap rausgefahren hat, wird es sich am Ende ziemlich angleichen mit unserer Strategie. Also das wird nochmal eine richtig spannende Geschichte. So, Mick jetzt auch nochmal in der Box verbremst. Vorsicht. Mick is coming in for a stop. Nee, keine Ahnung, ich bin gerade am gucken, welche Taste ich drücken muss. Ich glaube, Taste 26. Was ist Taste 26? Das hier? Ah. Okay, ja. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich vielleicht durchskippen kann, weil ich will wissen, wo Hamilton... Weil der hat jetzt Softs direkt hinter... Er ist hinter uns rausgekommen. Boah, der hat ja wirklich einen kompletten Boxershop rausgefahren. Okay, nevermind. Ich glaube, wir müssen nicht... Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht nach Hamilton fragen. Wir sehen es, er ist direkt hinter uns, wird es deutlich schneller sein mit frischen Softs. Also das ist jetzt eine spannende Geschichte. Wir sind jetzt gleich an der Rennhalbzeit. Hamilton wird noch einmal reinkommen, wir werden noch einmal reinkommen. Er wird sich nochmal Mediums holen, ich werde mir Softs holen. Also es ist jetzt quasi mehr oder weniger gleich auf das Ganze. Das heißt, im Idealfall wäre es natürlich super, wenn ich Hamilton so lang wie möglich aufhalte. Das wäre jetzt natürlich super. Ich glaube, Hamilton wurde auch ein bisschen aufgehalten, weil gerade eben war es noch 1,8 Sekunden, jetzt ist es 2,7. Jetzt gucken wir mal. Aber ich denke mal, der wird jetzt gleich mit den frischen Softs deutlich schneller sein. So, egal. Wir konzentrieren uns auf uns. Wir haben wieder ein paar Führungsmeter. Und solange wir freie Fahrt haben, müssen wir jetzt pushen. Das ist jetzt rennentscheidend. Inwieweit können wir Hamilton hinter uns halten? Wie lang können wir ihn aufhalten? In den Kurven wird er deutlich schneller sein. Auf den Geraden sehe ich vielleicht eine Chance, gegen ihn zu bestehen, wenn wir unser Sprit und unser Airs gut managen. Das will ich jetzt nur auf den Geraden aufs Äußerste verballern. Ui, Junge, das ist aber jetzt mal nochmal eine richtig spannende Angelegenheit. Wahrscheinlich schnell zur Rennrunde Hamilton kommen. Nicht wahr? Ja. Habe ich es doch gerochen. Kein DRS. Ja, wenn wir ihn so bis Runde 32 oder so hinter uns halten können, wäre natürlich nicht schlecht. Wann müssen wir rein? Runde 38. Gehen wir rein. 10 Runden haben wir noch auf den Reifen. Das ist noch ein bisschen was. Aber ja, wenn wir jetzt halt 5 Runden aufhalten könnten oder so, 4-5 Runden wäre schon nicht schlecht. Aber das halt mal einen Hamilton auf, wenn der frischen Softs ist. Gucken wir mal, ruhig bleiben.
jetzt ist er auf eine Sekunde dran. Gap to teammate behind is 44.7 seconds. Jetzt hat er auch DRS, jetzt muss man echt aufpassen. Leclerc mit der schnellsten Rennrunde. Jetzt muss man gerade insbesondere hier sehr gut rauskommen. Und alles verballern, was wir haben. Ihm am besten keinen Windschatten geben. Das sind diese zwei DRS-Zonen, sind jetzt wirklich die entscheidenden Zonen. Da kann er halt am besten vorbei. So, erste DRS-Phase quasi abgewehrt. Aber guck mal, wie es uns den Akku leer saugt gerade. Das wird alles andere als einfach. Wir müssen ihn halt nur aufhalten. Das ist jetzt entscheidend. Alles andere ist egal. Weil er muss jetzt seinen Reifenvorteil ausspielen. Er hat nachher die etwas langsameren Mediums, wir haben die schnellen Softs dann. Es ist dann genau umgekehrt und deswegen muss es jetzt so laufen. So, eine Runde haben wir es geschafft. Jetzt verwirbelte Luft. Ich denke mal nicht, dass er da einen Angriff machen kann. Oh Gott. Jetzt habe ich das Auto fast verloren. Nein. Okay, komm. Jetzt wollte ich zu viel auf dem Curb. Das war natürlich super ungünstig. Aber Auto abgefangen. Alter, das Auto war richtig quer. Ich habe mich schon in der Wand gesehen. Aber jetzt ist er natürlich richtig dran. Das ist natürlich jetzt alles andere als cool. Er schafft keinen Angriff. Noch nicht. Ich denke mal, er muss jetzt auch ein bisschen, ne, das muss ja jeder ein bisschen managen, wenn er aber halt auch jetzt ein bisschen sich Energie angespart hat und der dann auch mit hier mit allem attackiert, dann wird es schwierig, aber noch können wir es verteidigen. Also, mit Ach und Krach abgewehrt, jetzt aber Fokus. Ja, und man merkt halt, das ist echt geil, wenn, das könnt ihr gerne nachher mal machen, jetzt natürlich nicht. Aber später, es gibt da ruhig mal so durch einzelne Stellen im Rennen. Ihr merkt richtig, wie Step by Step einfach das immer dunkler wird. Also jetzt ist der Himmel ja noch so, schon so dunkelblau. Wow, wow, wow. Okay, aber meint. Ja, jetzt hat Hamilton Flügelschaden, aber da ist er ja selber schuld. Da ist er jetzt selber schuld. Der hat mich ja richtig von der Strecke geschoben. Aber ich muss ja so früh bremsen. Ja, schade. Dadurch ist jetzt halt natürlich der Zweikampf dahin. Aber, ja. Ich muss ja so früh bremsen. Ich kann da nicht so spät bremsen. Das ist natürlich jetzt dämlich gewesen von Hamilton, dass er da auf letzter Rille versucht hat zu bremsen. Einen Angriffsversuch sehe ich da auch eher nicht. Ja, ist schade. Das bringt uns jetzt natürlich ums Duell mit Hamilton. Aber gut. Naja, egal. Weiter im Text. Also man sieht jetzt, es ist so richtig dunkelblau der Himmel. Später ist es schon richtig schwarz. Dann, aber wir haben jetzt noch einen Punkt. Ja, das ist jetzt super schade. Also, das wirft natürlich Hamilton extrem zurück und macht natürlich den Kampf jetzt noch nicht so spannend. Aber, ey, ganz ehrlich, was soll ich denn machen? Wenn der so dumm in mich reinbremst, mich sogar fast noch abschießt. Also, da muss die KI, in dem Fall dann Hamilton, schon ein bisschen schlauer sein und dann ein bisschen mit Bedacht da anbremsen. Kann natürlich mit den Mediums und allem drum und dran nicht so später an die Eisen gehen. Im Zweifel ist ja der schuld, der hinten drauf fährt. Hamilton würde sagen, he brake tested me. Aber ich muss ja so früh bremsen. Guck, ich habe sogar jetzt ein bisschen, ja, verhältnismäßig versucht später zu bremsen und siehe da, ich kriege die Kurve schon nicht optimal. Also, tja, das ist natürlich jetzt die vorzeitige Entscheidung, dadurch, dass er jetzt einen Flügelwechsel machen musste. Aber egal, wir fokussieren uns trotzdem jetzt aufs Rennen. Noch ist es nicht entschieden. Wer weiß, was noch passiert.
Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, bis Runde 32 Hamilton hinter uns zu halten. Das ärgert mich jetzt. Also man will ja natürlich den Konkurrent schon in seiner Bestform schlagen und nicht, weil er so einen Flügelschaden hat, aber ja, ich meine, er ist halt echt selber schuld. They're in 11th. The difference is 22.4 seconds. They're on old softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 36.2. Onboard Action. Ich finde die Sicht so kacke in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum, aber es wirkt komplett schwammig. Man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt nicht im Auto drin, ja? Obwohl man ja eigentlich hier genau im Auto drin sitzt. Ich meine jetzt nicht mal das Halo, das ist gar nicht das Problem. Es ist irgendwie so, es fühlt sich alles so indirekt an, was man macht. Weil ich werde ja auch immer wieder gefragt, ob ich nicht mal so eine Inner Cockpit-Sicht sowas machen will. Also ja, weiß nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Assetto Corsa, einen Formel 1 Wagen fahre, fühlt sich einfach in der Cockpit-Sicht richtig an. Hier fühlt sich's komplett falsch an. Es ist komplett indirekt irgendwie. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und deswegen sage ich halt, Cockpit-Sicht ist nicht so meins. Es gab mal für F1 2016 war es oder 2017, ich weiß gar nicht mehr, habe ich auch ein Let's Play gemacht. Da bin ich ja stellenweise mit der Cockpit-Sicht gefahren, weil es einen richtig geilen Cockpit-Mod gab. Wo das einfach geiler gewirkt hat. Aber sonst in diesen F1-Spielen, ich weiß nicht, Cockpit-Sicht wirkt irgendwie Banane. Fragt mich nicht, warum. So, aber jetzt weiß ich auch, wie man beim Funken durchskippen kann. Ja, er hat gesagt, Hamilton ist jetzt auf alten Softs. Das ist natürlich super dämlich. Das heißt, dem seine Strategie ging halt jetzt gar nicht auf. Er hätte jetzt eigentlich auf Hard gehen müssen. Hard und dann durchfahren. Seine beste Chance gewesen, aber gut. Ja, jetzt ist es natürlich... Ah, das ärgert mich. Das wäre so ein schön spannendes Rennen geworden. Naja, gut. Noch haben wir ein paar Runden zu fahren. Und wer weiß, was noch passiert. Ja, aber so irgendwie das Gefühl habe ich jetzt nicht, dass ich von Verstappen wegfahre. Der fährt gerade eine ähnliche Speed. Ja, Bottas ist ein bisschen aufgehalten. Hamilton holt natürlich jetzt wieder gut auf auch, aber ja. Also unter normalen Umständen lasse ich mir das nicht mehr nehmen und ich denke mal, Hamilton muss jetzt halt auch nochmal in die Box, um die Mediums zu holen. Die, bis jetzt ist er ja nur soft gefahren, wenn ich das richtig verstanden habe. They're in 11th. The gap is 18.9 seconds. They're on old softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:36.3. Das heißt, er wird sich auf jeden Fall jetzt die Mediums nochmal holen. Das heißt, er muss genauso wie wir nochmal in die Box. Das heißt, er müsste jetzt quasi den Rückstand, den er jetzt hätte, nochmal reinfahren. Und das wird er bei den abgenudelten Softs nicht machen. Upsala, aufpassen. Ja, ja, so ist das. Verstappen jetzt auch in der Box. Der wird sich jetzt nochmal Mediums oder vielleicht sogar die Harten holen. Ja, aber ich denke mal, trotzdem, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht oder mehr machen würde oder dann in dieser alternativen Zeit keinen Fehler gemacht hätte und bei Hamilton wäre es nicht passiert, ich denke trotzdem,
Es wäre spannend geworden, aber ich glaube, ich hätte Hamilton geschlagen. Weil wir einfach am Ende die besseren Reifen gehabt hätten. Und gut, es wäre natürlich jetzt drauf angekommen, ob wir nochmal in den Verkehr zurückgeflogen wären. Ich denke eher nicht, weil wir wahrscheinlich einer der Letzten sind, der neue Reifen holt. Und daher denke ich mal, dass wir freie Fahrt gehabt hätten. Hätten natürlich dann on-track Hamilton überholen müssen, aber ich glaube, das wäre uns ganz gut gelungen, weil unser Fahrzeug ja schon sehr früh in der Entwicklung in puncto Aerodynamik sehr wenig Luftwiderstand hat und dadurch auch sehr, sehr schnell auf den Geraden ist. Wir konnten ja auch wirklich in dieser Saison so oft so viele Attacken mit DRS abwehren. Nicht alle, aber die meisten. Und deswegen konnten wir ja auch gegen Hamilton uns ein bisschen behaupten. Natürlich nicht auf ewig, weil irgendwann zieht es zu sehr an unserem Akku, an unserem Sprit. Und irgendwann wird er halt auch voller Attacke machen. Aber man, naja, kann hier und da halt doch mal ein bisschen verteidigen. Und deswegen denke ich mal, dass wenn wir dann in der Angriffsposition gewesen wären, gegen Hamilton da schon ganz gute Chancen gehabt hätten. Und ja. We're leading our teammate by 40.8 seconds. So, ja, Hamilton ist natürlich jetzt Feuer und Flamme hier. Ja, zwei Runden noch. Dann gehen wir schon unsere letzten Reifen holen. Ja, Lichtstimmung ist halt der Hammer. Ja, Reifen sind in gutem Zustand. Ja, schade. Also ich kann mich noch wiederholen. Ich hätte natürlich gerne Hamilton in seiner Bestform jetzt hier geschlagen. Und natürlich glaube ich auch, für die letzten Runden wäre es trotzdem nochmal irgendwo spannend gewesen, auch wenn ich so viel Selbstbewusstsein, wie gesagt, jetzt gerade habe, um zu sagen, ich hätte es trotzdem geschafft. Aber es ist trotzdem was anderes. Aber egal, ich glaube, wir können trotzdem gemeinsam jetzt noch ein paar schöne Runden haben. Und ja, wer weiß, was noch passiert. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Vielleicht mache ich noch einen Leichtsinnsfehler, was ich natürlich nicht hoffe, aber das kann ja immer passieren. Meinen guten Quersteher hatte ich ja vorher auch schon hier. Wo ich mich schon fast in der Wand gesehen habe. Aber ich habe es nochmal abfangen können. Gott sei Dank. Vorsicht. Ja, schnellste Rennrunde werden wir natürlich auch noch attackieren. Mit den frischen Reifen. Bottas is behind you. The gap behind us is 7.3 seconds. They're on old softs. Their tires are 9 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 36.2. Das Geile ist halt bei diesen Flutlichtrennen. Ich finde, da kommt unser silbernes Fahrzeug kommt da nochmal so richtig geil zur Geltung. Ja, und apropos über Design, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und wie es weitergeht. Jetzt haben wir ja gerade ein bisschen Luft. Also klar, es gibt eine dritte Season, habe ich schon gesagt. Ich habe tatsächlich noch nicht ganz entschieden, ob ich nochmal eine komplette Season fahre, also 22 Rennen oder eine verkürzte Saison mit 16 Rennen fahre. Das muss ich mal ausrechnen. Aber ich würde natürlich schon gern, das muss man mal gucken, schon sehr, sehr gerne nochmal eine komplette Saison fahren. Und der Plan ist wie folgt, also nach diesem Finale hier gibt es erstmal eine ganz klitzekleine Saisonpause. Nicht so wie nach der ersten Saison, keine Sorge. Und in dieser Saisonpause seid ihr nicht ohne F1, also zumindest mal nicht ohne F1 2020, denn ich würde gerne noch die F2
also die Formel-2-Karriere mit Mick Schumacher oder als Mick Schumacher noch zu Ende bringen. Die läuft ja auch noch. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal 3 oder 4 Rennen. Und genau, die wird dann kommen in den nächsten Tagen. Und sobald die fertig ist, starten wir dann mit der dritten Saison. Ich denke mal, das wird dann ungefähr in 2 Wochen sein. Also nächstes Wochenende wird es kein Formel 1 quasi geben. Aber wie gesagt, dafür gibt es dann Formel 2. Und dann denke ich mal, in 2 Wochen ungefähr sollte es dann mit der dritten Saison losgehen. Und dann natürlich mit unserem neuen Fahrzeug. Dazu sage ich gleich was. Jetzt gehen wir erstmal unsere letzten Reifen holen. Nochmal ein frischer Satz Softs. Ist interessant, Bottas geht auch jetzt rein. Okay, Leclerc auch. Das ist quasi ähnliche Zeit. Okay, keine Ahnung, was jetzt war. Keine Ahnung, was war. Die haben übelst lang gezögert, bis sie angefangen haben zu arbeiten. Keine Ahnung, was das war. Ich habe schon fast gedacht, habe ich eine Zeitstrafe oder was? Warum arbeiten die nicht? Die haben ja wirklich einfach nicht angefangen zu arbeiten. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ja, und das wird es doch nochmal spannend, weil ich hier mitten im Verkehr rauskomme. Das ist natürlich ungünstig. Wird sogar noch angeschoben hier von Verstappen. Okay, komm. Also ich erzähle gleich noch was zum Design, zum kommenden. Jetzt Fokus. Okay, Hamilton hat trotzdem schon die Mediums. Habe ich eine falsche Ansage bekommen oder war Hamilton mittlerweile auch in der Box nochmal? Nee, das kann nicht sein, dann würde er nicht vor uns sein. Okay, also Hamilton wird ja auf diesen Mediums durchfahren. Seconds. They're on fresh mediums. Their tires are 7 laps old. The time last lap was a 1:36.6. Also entweder habe ich jetzt irgendwas komplett verschlafen oder der Chef hat mir die ganze Zeit irgendeinen Müll erzählt. Weil der hat ja schon die Mediums. Mit denen wird er durchfahren. Er ist vor uns. Okay, Moment mal. Irgendwas ist hier gewaltig schiefgelaufen, glaube ich. Ja, egal. Komm, Feuer frei. Jetzt erstmal Fokus aufs Rennen. Ich will nicht... Habe ich jetzt irgendwie was verschlafen oder so? Komm, Feuer. Ja, ich bin auf dem Viererflügel übrigens geblieben. Habt ihr ja gesehen. So, Feuer frei. Ja, die Nacht ist jetzt auch richtig hier eingebrochen. Oh, Mick, go for it. So, aber wir holen uns jetzt auch gleich die schnellste Rennrunde, würde ich sagen. Wird DRS haben oder nicht? Merkt halt natürlich das Auto deutlich leichter. Nochmal mehr Grip auf der Strecke. Und jetzt mit den Softs sind wir natürlich jetzt schon am Überfliegen. Dass Hamilton jetzt so krass vor uns ist, hat mich jetzt doch überrascht ein bisschen. Dann hat Chef mir halt wirklich, also als er den Flügel gewechselt hat, doch Mediums aufgezogen. Dann hat er mir doch Blödsinn erzählt. Job.
Also kriegen wir doch noch das Battle auf der Strecke. Sehr schön. Auf geht's, komm. Ja, du schätzt niemals so ein Mercedes und so ein Hamilton. Man darf immer noch nicht vergessen, der Mercedes ist immer noch das schnellste Auto hier im Grid. Und Hamilton ist immer noch wahrscheinlich einer der besten Fahrer. Our gap to the car in front is 4.1 seconds. So, Conny jetzt in der Box, das heißt, jetzt heißt es wirklich Mann gegen Mann. Mann gegen Mann, Hamilton direkt vor uns, 4,5 Sekunden vor uns. Okay, auf geht's. Aktuell sind wir auf jeden Fall schneller, aber das heißt nichts. Noch sind wir nicht dran, noch sind wir nicht vorbei. Also, dann war das wohl nur ein kleiner Kratzer. Und Hamilton wäre vielleicht so oder so in die Box, wer weiß. Rekordweltmeister gegen... den aktuellen, zumindest mal hier in dieser Karriere. Ja, sag doch nochmal, 100% Rennen können nicht geil sein, wenn sie nicht so zeitintensiv wären. Wow, guck mal hier. Ja, sag das ruhig dem Lewis. Bisschen Sprit wieder aufpassen. Aber ich will jetzt natürlich versuchen, so schnell wie möglich da ranzukommen. Das ist doch klar. Ja. Unter den Flutlichtern von Abu Dhabi. Sekunden.
Merkt, ich werde ruhiger, ich werde konzentrierter. Ich will mir natürlich diesen Sieg nicht nehmen lassen. Überleg mal, der hätte den Flügelschaden sich nicht reingefahren. Das wäre super schwierig geworden. Von wegen Banane, ich hätte das wahrscheinlich gewinnen können. Merke ich gerade, da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verschätzt. Wobei, ja, mal gucken. Aber das ist auch noch nicht entschieden, weil ich denke mal, gegen Ende unseres Stints und gegen Ende seines Stints wird er schneller sein mit den Mediums als ich mit den Softs. Jetzt bin ich mit den Softs auf jeden Fall noch schneller. Deswegen, ich darf die Dinger jetzt auch nicht töten. Die müssen bis zum Schluss echt ihre Pace versuchen zu halten. Geiles Finale, ey. Geiles Saisonfinale. Ja, zum Design, ich sprich's nochmal ganz kurz an. Also ich will natürlich weitgehend an dem Design festhalten, was wir hier haben. Es wird ein paar Sponsoren quasi, ein paar fiktive Sponsoren werde ich nochmal ein bisschen austauschen. Und hier und da habe ich ein Designelement, was ich gerne ändern möchte. Ich habe es ja schon mal angesprochen in der Folge. Der Heckflügel und auch vielleicht der Frontflügel wird ein bisschen schwärzer werden. Zumindest mal die Seitenflaps sind ja aktuell silber. Könnte sein, dass sie ein bisschen schwarz werden. Vielleicht kommt da auch nochmal so ein Neonstreifen noch mit dazu. Aber lass dich mal überraschen. So stelle ich es mir mindestens mal vor. Also wie gesagt, erwarte jetzt keine Riesenänderung. Aber das ist ja wie gesagt, in der echten Formel 1 gibt es ja auch so drastische Designänderungen. Eher selten. Es gibt schon natürlich hin und wieder mal. Aber naja, man muss ja irgendwo auch mal an irgendwas festhalten. Und deswegen dachte ich, komm, da aktuell auch kein Team mit Silber fährt. Und ich finde, als deutsches Team Silber unterwegs zu sein, finde ich definitiv nicht falsch. In der Motorsport-Historie sind die deutschen Teams und Fahrzeuge ja zu Beginn eher mit Weiß gefahren. Das Weiß haben sie dann irgendwann abgekratzt. Und sind dann auf Silber gegangen. Also ist ja egal, wo man hinguckt. Ob das jetzt Porsche ist, Auto Union damals, Mercedes. Es sind ja alle Silber gefahren. So wie eben halt die Briten mit British Racing Green, die Franzosen mit Blau, die Italiener mit Rot. Und deswegen, finde ich, passt das Silber ja ganz gut. Es ist auch so ein bisschen eine Hommage natürlich an die alten McLaren Mercedes. Und wie gesagt, solange Mercedes halt auch eben mit Schwarz fährt, warum sollten wir da nicht mit Silber fahren können? Das ist ja auch nochmal ein bisschen ein anderer Akzent. Und ich finde, das Silber in Paarung mit dieser neon-gelb-grünen Geschichte sieht auch sehr geil aus. Hat so ein bisschen auch was von Braun GP. So, das ist ja alles so ein bisschen mit drin. Was geil ist, und da wir auch ja hammergeil sind, will ich gesagt, wie gesagt, an dem festhalten. Also wie gesagt, das Grunddesign bleibt mehr oder weniger gleich. Aber das ist ja auch okay so. Trotzdem wird es natürlich wieder extrem Zeit in Anspruch nehmen. Auch wenn das nur minimale Änderungen sind. Ich weiß, wie viel Zeit es frisst, so ein Design zu machen. Und deswegen passt es ja auch ganz gut, dass wir, wie gesagt, dann so, ich denke mal so 2 Wochen oder in 2 Wochen es dann wieder losgeht. Mit F1, mit der dritten Saison. Und dann, ja, wird durchgeballert. Bis zum nächsten Formel-1-Titel wird dann schön durchgeballert. So, jetzt aber Fokus wirklich aufs Rennen, auf die letzten Runden. Die Runden gehen jetzt nämlich schneller zu Ende, als man denkt. Und Hamilton zieht hier mal richtig die Leistungskurve an. Ja, guck mal einer an, ey. Ich dachte schon, nur jetzt ist es ein geschenkter Sieg von wegen Banane. So geschenkt ist hier gar nichts. Das schätzen wir den Hamilton hier nicht. Und das schätzen wir Mercedes nicht. Die sind nicht umsonst mit gutem Vorsprung Konstrukteursmeister geworden. Und mal der WM-Kampf hätte sich jetzt auch fast bis in dieses Rennen hingetragen. So, wir sind aber jetzt dran. Das ist gut. Das war ein bisschen zu sehr gecuttet. Ja, in der Regel sagt man ja so ungefähr, so ein Flügelwechsel dauert so
ja, sagen wir mal, 4 bis 5 Sekunden länger in der Box, vielleicht 6 Sekunden sogar. Also wir müssen das quasi eigentlich noch draufrechnen. Wobei man auch sagen kann, dass ich nachdem das passiert ist mit Hamilton auch ein bisschen Tempo rausgenommen habe. Also wären es vielleicht respektive 3-4 Sekunden Maximum. Aber ich müsste quasi jetzt, wenn man so möchte, 3-4 Sekunden vor Hamilton ins Ziel kommen. Und dann könnte man sagen, ja okay, es wäre auch ohne Flügelschaden gegangen. Aber naja, jetzt muss es erstmal auch so klappen, bevor ich jetzt hier wieder irgendwas von einer alternativen Zeitlinie rede. Aber jetzt mal drankommen. Ich mache noch keinen Angriff. Ich spare noch mal ein bisschen. Aber wir müssen bald den Angriff machen, solange wir noch den Vorteil der Softs haben. Aber ich warte noch mal eine Runde ab. Nächste Runde ist er dann fällig. Nutze es gerade ein bisschen auch, um den Akku aufzuladen und ihn quasi dazu zwingen, ein bisschen mehr zu verbrauchen, weil er ja auch weiß, er muss sich verteidigen. So, jetzt aber haben wir doch nochmal das Finale in den letzten Runden dieses doch langen Rennens, dieser langen Saison. Mann gegen Mann, Weltmeister gegen Vize, Weltmeisterteam gegen Vize-Weltmeisterteam. Der Kampf ist eröffnet. Ein Gladiatorenkampf unter den Flutlichtern von Abu Dhabi. So, Feuer frei. Ja, sag ja, Mercedes unterschätzt sie mal nicht hier. Zweiter Versuch. Ja, man merkt, der pusht richtig Elektropower raus, sonst wäre der nicht so schnell. So, wir sind erstmal vorbei, aber das heißt noch gar nichts. Jetzt sollten wir am besten... Danke, Chef. Jetzt sollten wir natürlich gucken, dass wir hier im dritten Sektor, welcher ja eigentlich so ein bisschen mein Problemsektor ist, hier vielleicht ein bisschen abhauen. Deswegen gehe ich jetzt gerade auch... Ja, wollte ich eigentlich nicht unbedingt auf Mager gehen, aber ich glaube, in diesen langsamen Kurven braucht man den Sprit nicht verballern. So, jetzt hat er dann gleich wieder DRS. Das Rennen ist, glaube ich, noch nicht entschieden. Geil. Dann ist ja gut, dass es dann nochmal hier ein bisschen spannend wird. Auto fühlt sich jetzt gerade richtig geil an. Bisschen aufpassen noch hier in diesen Kurven. Das ist die Balance nicht ganz perfekt, aber es passt. Vollen Limit hier raus beschleunigen, greifen noch im guten Zustand. Ja, da kam jetzt gut raus. Trotz Quersteher. Passen. So, es könnte sein, dass Hamilton kein DRS hat. Ich glaube, er hat keins. Ich glaube, wir waren im zweiten Messpunkt weit genug weg. Wie schon gesagt, wer weiß. Ich meine, wir haben noch einen guten Zustand der Reifen. Das ist noch nicht so wild. Ich glaube, aktuell könnte man immer noch einen Reifenvorteil haben. Aber wenn das halt kippt, dann geht es ganz schnell. Weil das ist jetzt noch super eng alles zusammen. Geiles Finalrennen. Geiles Finalrennen. Da war doch jetzt alles dabei. Außer ein Safety Car, aber gut, auf das kann ich auch verzichten.
Ja, er ist wieder drin im DRS-Fenster. Ist jetzt gerade alles dran, da richtig gut raus zu beschleunigen. Und laut Delta bauen wir den Vorsprung auch immer ganz gut aus. Ob er jetzt DRS hat oder nicht. So, und dann hat er nämlich hier schon beim zweiten Messpunkt nämlich definitiv kein DRS. So, müssen Sprit und alles immer noch im Auge behalten. Fahre ich gerade wieder am absoluten Limit. Vorher noch ein bisschen Kaffeefahrt gemacht, aber jetzt ist wieder Race Time. Wenn der Hamilton hämmert, dann raced der Ray. Ist okay, ich glaube, er hat einen kleinen Fehler gemacht oder so, weil er hat in den dritten Sektor rein auf jeden Fall plötzlich viel, viel Zeit verloren. Und deswegen hat er jetzt auch kein DRS. Das ist vielleicht unsere Chance jetzt hier, da einen Deckel drauf zu setzen. Oder er hat halt so elendig gepusht, dass er jetzt halt wirklich auch ein Akku-Spritproblem, was auch immer hat. Ich meine, wir leben hier auch knapp bei Kasse, würde ich schon fast sagen hier. Also, ich bin hier auch am äußersten, was den Akkustand und so betrifft. Aber klar, man gibt natürlich alles. So, die letzten Runden dieser doch sehr geilen Saison brechen an. Mit Höhen und Tiefen. Mit Geschichten, wie sie nur der Motorsport schreiben kann. Und ja, das Geschichte PXR Racing in F1 2020 ist noch nicht zu Ende erzählt. Die Mission ist klar. Wir wollen unser Team an die Spitze führen. Wir wollen Konstrukteursweltmeister werden. Und wir wollen natürlich unseren Fahrertitel verteidigen. Einfach wird's nicht. Das steht schon mal fest. Wie ich gesagt habe, der Himmel ist jetzt auf jeden Fall pechschwarz. Das finde ich halt das Geile, wenn du hier halt wirklich 100% Rennen fährst. Deswegen glaube ich, werde ich das auch so beibehalten, auch in den kommenden F1-Spielen. Wenn Abu Dhabi Finale ist, dann fahren wir hier die lange Distanz. Das Fahrzeug fühlt sich nach wie vor fantastisch an. Aktuell nicht das Gefühl, dass die Reifen abbauen. Ja, 30%, das sieht noch gut aus. Wie gesagt, erst so ab 35% wird man's, merkt man es dann spürbar. Hamilton lässt aber nicht locker, hat jetzt nochmal hier so eine zweite Luft. Aber solange wir ihn weg vom DRS-Fenster halten,
hat er eigentlich keine Chance mehr, hier einen Angriff zu setzen. Gut. Passen. So, letzte Runde. This is your final lap. Final lap of the race. So langsam merkt man, jetzt sind die Reifen langsam am kritischen Punkt. Aber jetzt kann es uns auch egal sein, die letzten Kurven dieser Saison. Das ist der zweite Mal Team Karrieresaison. Und wir beenden es mit einem Glanzstück. Last to First Challenge glückt, mit ein bisschen Glück auch natürlich dabei. Aber auch ganz viel können. Die letzten Kurven gehen zu Ende. Ich bedanke mich nochmal vielmals fürs Begleiten in dieser Saison. Ich hoffe natürlich auch, dass du mich in der kommenden Saison begleiten wirst. Und jetzt genießen wir die Zieldurchfahrt gemeinsam, holen uns den letzten Sieg der Saison und beenden diese zweite Saison mit einem glanzvollen Sieg. That's it. Ja, verdient. Fahrer der Saison, würde ich sagen. Es war ohne Frage ein unglaubliches Jahr für die Formel 1. Die Fahrer haben alle ihr Bestes gegeben und dieses Jahr zu einem der fesselndsten der Renngeschichte gemacht. Leider kann es nur einen Champion geben und hier kommt er auch schon, unser neuer Weltmeister der Formel 1. In dieser Saison gab es Höhen und Tiefen, aber jetzt können Sie erhobenen Hauptes in die Winterpause gehen, denn das war ein überzeugender Sieg heute. Stefan, was hat Sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Dieses Rennen wurde durch die Geschwindigkeit und überaus geschickte Überholmanöver entschieden. Innen, außen, angeschnittene Kurven, wir haben heute alles gesehen. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass ein Rennen auf diese Weise entschieden wird. Ich glaube, dieses Rennen hat sogar den Puristen gefallen. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist das heute Mr. Monaco. Er hat das meiste aus den Reifen rausgeholt, ohne an Tempo einzubüßen. Wer das in der heutigen Formel 1 schafft, hat einen nicht ganz unwesentlichen Vorteil. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal, das ist das richtige Stichwort. Ich wiederhole es nochmal. Es gibt eine dritte Season, in welcher Form auch immer.
Und ja, wir gehen ganz kurz in die Rangliste, wobei wir das natürlich auch gleich nochmal im Teammanagement-Part machen können, denn zum Saisonabschluss in dieser ganz, ganz langen Folge gibt es auch nochmal einen Teammanagement-Part. Deswegen, ja, gehen wir vielleicht nicht auf die Rangliste. Ich habe tatsächlich die schnellste Rennrunde am Ende noch verloren, sehe ich gerade. Wir hatten die geholt. 4-2-2, nicht Mick. Hier, Ricciardo, ganz hinten wahrscheinlich. Kriegt natürlich nicht den extra Punkt, weil er nicht in den Top 10 ist. Dadurch kriegt ihn niemand. aber gut, sei es drum. Ja, die Rangliste gucken wir uns gleich nochmal an im Hauptquartier. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal die Highlights gemeinsam an. Da gab es ja auf jeden Fall ein paar geile Überholmanöver. Und wie schon gesagt, wenn du ein Überholmanöver der Saison noch weißt, wo du sagst, boah, das war richtig geil, schreib es gerne in die Kommentare. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr da so noch im Kopf wisst, was ihr da noch so wisst, was da für geile Manöver gab. Aber auch in diesem Rennen waren auf jeden Fall ein paar geile dabei, das steht fest. Bei dem einen gegen, ich glaube gegen Vettel war es da, dieses Dreier-Überholmanöver. Hätte ich mich nicht verbremst am Ende, wäre es perfekt gewesen. Das wäre schon sehr nice gewesen. Ja, schöne Slow-Mo-Shots. Ah, herrlich. Ja, das letzte Mal sehen wir unseren PXR 200. So haben wir unser Fahrzeug ja getauft. Wie gesagt, es steht ja schon fest, wie das für die nächste Saison heißen wird. Der R201 wird es dann sein. Ja, hier hinter Norris, das war ein bisschen ärgerlich. Da hätten wir viel, viel mehr Zeit gut machen können. Aber wir haben es doch irgendwie geschafft, dran vorbeizufahren. Und ich glaube, das ist schon die Zieldurchfahrt. Oder? Nee. Wir sind dann auf Mediums. Aber wir sind da schon mal trotzdem vor Hamilton gewesen. Wow, ja, da war der Quersteher. Mann, Mann, Mann. Das war haarscharf. Aber da auch nicht zurückgesteckt. Hier weiter dagegen gehalten. Ja, ein paar schöne Bilder auf jeden Fall mit dabei. Ja, das war das Manöver. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also im Zweifel ist der Hamilton einfach zu aggressiv auf der Bremse. Natürlich kann er später bremsen. Aber das heißt nicht, dass das auch muss, wenn ich da noch bin. So, das ist jetzt aber die Zieldurchfahrt. Sehr schön. Long. Ja, sehr gut. Dann würde ich aber sagen, wir gehen zurück zum Hauptquartier. Zuerst mal meinen Glückwunsch. Das muss sehr aufregend sein. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Ja, ein Interview können wir nochmal zum Saisonabschluss mitnehmen. Normalerweise überspringe ich das ja meistens, weil die immer nach demselben Schema ablaufen. Und ich könnte sagen, ich fühle mich super. Unsere Investition in die Aero-Abteilung hat sich ausgezahlt. Ich fühle mich fantastisch. Großer Dank dafür gebührt der Teamarbeit an der Strapazierfähigkeit. Es fühlt sich großartig an. Der Motor ist einfach wie gemacht für die Strecke wie diese. Gemacht für Strecken wie diese. Mir geht es sehr gut. Dem Team auch. Es hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich jetzt hier stehe. Ja, da können wir das Team pushen. In dem Fall würde ich aber allerdings wieder taktisch vorgehen, wie man das eigentlich meistens macht in den Interviews. Ich würde mal gerne die Strapazierfähigkeitsabteilung ein bisschen pushen, weil vor dem Rennen war es tatsächlich das einzige Team, wo die Moral nur normal war und nicht gut. Und da ja eine Menge Entwicklung gerade ansteht, pushen wir die mal lieber, dass sie nochmal hier fleißig die Forschung nach vorne bringen. Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Gar nicht. Der Wagen ist grazil wie eine Ballerina. Es war kein Problem, ich habe einfach alles gegeben. Nicht wirklich, ich hatte den Motorenvorteil gegenüber den anderen Fahrern. Nicht wirklich, ich habe viel mehr Grip als die anderen Fahrer. Ich glaube, das hier ist Aero, das ist Chassis, bin mir nicht sicher. Wir machen mal das mal. Ja, weil Aero können wir auch mal ein bisschen pushen. Glauben ist okay. Sie, dass Ihr Rivale aus diesem Kräftemessen mit Ihnen etwas gelernt hat? Er wird gelernt haben, dass er mir aus dem Weg gehen sollte. Ich denke, die Lektion lautet, dass es nicht einfach ist, gegen jemanden wie mich anzutreten. Fahrer lernen immer voneinander und wir haben uns beide verbessert. Ja. Nehmen wir mal den neutralen Weg. Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben?
Unser Fokus auf die Strapazierfähigkeit hat sich wirklich gelohnt. Blablabla, also das lese ich jetzt nicht alles vor. Ich denke, wir machen das einfach nochmal, da sind wir auf der sicheren Seite. Danke für den Kommentar. Gern geschehen, gern geschehen. So, jetzt müsst ihr aber auch zurückgehen ins Hauptquartier. Ah ne, das gibt's noch. Jawohl! Und ich glaube, das geht sogar unentschieden aus, weil vor dem Event, ja, genau, hat Hamilton geführt mit 29 zu 28. Doch, ich habe gewonnen, weil ich am Ende jetzt einfach mehr habe. Okay, es geht nicht, kommt nicht drauf an, wer gleichzeitig die 30 erreichen. Es kommt einfach nur drauf an, wer am Ende mehr hat. Also die Rivalität sogar gegen Hamilton gewonnen. Ich habe bis jetzt alle Rivalitäten gewonnen, auch welche, wo ich gedacht habe, die gewinne ich auf keinen Fall. So, das haben wir auch geschafft. Ja, gut, 182 Runden. Klar, durch die 100% haben wir natürlich den Bonus mitgenommen. Ein bisschen Schaden haben wir auch gehabt. 2K Schaden, okay. Wahrscheinlich da im Qualifying, wo es diesen Wechsel gab. Sei es drum. Sehr schön. Wir gehen jetzt aber zurück zum Hauptquartier. Ja, Runde 22 von 22. Das war definitiv das letzte Rennen dieser Saison. Da steht nochmal ein bisschen was an, wie ich sehe. Achso, genau, ja, da verhandeln wir natürlich. Wir, wie gesagt, oder ich halte auf jeden Fall nochmal einen Mick fest, mit Teamkollegen neu verhandeln. Und ja, wir nehmen natürlich das niedrige Risiko an und dadurch versuchen wir nochmal ein bisschen was zu pushen bei ihm. Das wurde ja schon gesagt, je mehr man hier mehr investiert, desto mehr oder glücklicher ist er auch dann nochmal. Deswegen machen wir das auch. Das wird er auch annehmen, gehe ich davon aus. So ist es. Jawohl. Bestätigen wir. Ja, Mick, jetzt zählt's aber, ne? Dritte Saison, da erlauben wir jetzt keinen Fehler mehr. So, dann, ja, eine Menge Upgrades stehen natürlich jetzt nochmal an. Deswegen, wir gehen ganz kurz nochmal vielleicht auch auf die Aktivitäten. Da können wir auch nochmal ein bisschen was machen. Nachrichten haben wir auch nochmal. Fahrerrücktritt, klar, Kimi geht, tritt zurück. Ich weiß nicht, sehen wir jetzt schon, was sich da ändert? Nee, das ist jetzt aber der finale Stand. 409 Punkte für uns, 371 für Hamilton, 171 für Mick. Ja, Bottas war natürlich auch sehr stark. Ich meine, wir waren knapp 105 Punkte hinten dran. Also, ja, wir waren auf jeden Fall deutlich näher an Platz 1 dran, wie das ja, Racing Point auf Platz 3 an uns dran war. Das passt schon so. Auch hier nochmal die Saisonergebnisse. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja, die entscheidenden Rennen waren auf einfach die letzten. Ja, also da war echt nochmal einen guten Siegeszug hingelegt. Japan erster, USA erster, Mexiko zweiter, Brasilien zweiter. Das war schon super, super wichtig auf jeden Fall. Ja, so kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Ja, Singapur war so ein bisschen ein dunkler Fleck. Wir gucken auch ganz kurz nochmal hier. Ja, guck mal, er hat bei Mediencoaching und Social Media Team. Mir wäre es natürlich lieber, wenn er bei Leistungsanalyse einen Bonus hätte, weil das gibt uns mehr Ressourcenpunkte, aber passt schon. Passt schon. Ja, dann Entwicklung. Ich glaube, da haben wir noch alles am Laufen, oder? Genau, da läuft noch alles. Da können wir jetzt eh nichts machen. Deswegen lassen wir das einfach mal voranschreiten. Beziehungsweise gehen mal zu Aktivitäten, gucken, was wir da machen können. Triebwerksabteilung können wir, können nochmal den Fahrer ein bisschen pushen. Sponsoren ein bisschen pushen können wir eigentlich machen. Ja, macht schon Sinn. Das geht natürlich jetzt hier gerade nicht. Aber ich glaube, ich mache sogar fast das hier. Oder? Ja, ich mache das hier und dann machen wir vielleicht auch das. Das Team nochmal ein bisschen nach vorne bringen. Oder sollen wir mit den kleinen Sachen nochmal nach vorne gehen? Das ist gerade gar nicht. Das wäre 2, 1. Da könnten wir nochmal 2 machen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Statt das da. Weil, wenn wir das Team pushen, könnten wir halt näher an Stufe 20 kommen. Ab Stufe 20 gibt es ja den vierten Sekundärsponsor-Slot. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist oder ob wir den sowieso mit dem Saisonabschluss, also Stufe 20, erreichen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nee, komm, ich push nochmal Mick und so weiter. Das passt schon so, würde ich sagen. Wir haben ja da auch schon mal das Team gepusht, das ist schon okay. Bei doppeltes Team pushen, sicher wäre es sicher, ne? Ja, komm, am Ende nochmal ein bisschen was fürs Team. Was soll's. Am Ende nochmal ein bisschen was fürs Team. So, wir machen mal weiter und gehen mal, spulen mal vor bis zum Presseinterview. Okay, dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem App- und E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Ja, machen wir gleich nochmal neu. Wird erst auf nächste Saison fertig, aber ist okay.
Der Rest, weiß gar nicht, ist was durchgegangen. Ich glaube, beim Motor haben wir nochmal. Aber beim Motor will ich jetzt nicht nochmal Sprit machen. Das macht für mich keinen Sinn. Aero sind beide durchgegangen, wenn ich das richtig sehe. Beide sind fertig geworden. Wir sind auf jeden Fall das bessere Aero-Team jetzt schon. Ja, jetzt die Frage, sollen wir nochmal Aero pushen? Eigentlich könnten wir es machen, oder? Wir haben genug Punkte. Dann machen wir nochmal vorne und hinten. Zack. Und auch hier nochmal. Drei können wir leider nicht, aber das passt schon. Das wird erst nächste Saison dann fertig, aber ist okay. Ja, da wäre mal ein richtiges Aero-Monster hier. Der Rest läuft noch. Dann lassen wir die Zeit dann nochmal ein bisschen voranschreiten. Beziehungsweise es geht jetzt sowieso ins Presseinterview. Und genau, dann machen wir das mal noch schnell. Die Folge wird schön lang. Aber gut, Finalfolge darf ein bisschen länger sein. Danke, dass Sie mich in Ihr Hauptquartier eingeladen haben. Reden wir darüber, wie Sie diese Saison abgeschnitten haben. Sie konnten neue Sponsorenverträge aushandeln. Wie wichtig ist diese Finanzspritze für Ihr Team? Ja, das ist jetzt wieder, können wir wieder Chassis, Triebwerk, Stress, Aero, boah, ich weiß es gerade gar nicht, wie es da steht. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal, Chassis. Sie sind zurzeit eines der stärksten Teams auf der Strecke. Was hat Ihnen am meisten dabei geholfen, das zu erreichen? Das stimmt sogar. Dass unser Setup auf wenig Luftwiderstand ausgelegt ist, das verschafft uns auf den Geraden die nötige Spitze. Das stimmt halt absolut. Wir haben halt echt, das hat man einfach gemerkt, dass das frühe in dieses, also die frühe Entwicklung in dieses wenig Luftwiderstand, das hat sich so oft ausgezahlt. Deswegen, das ist auch die einzig richtige Antwort, deswegen machen wir das auch. Es scheint, Sie haben nicht viel für die Ausbildung Ihres zweiten Fahrers getan. Halten Sie das für unnötig oder hat er sein Potenzial schon Das ist doch Quatsch! Wir müssen alle Disziplinen aber sowohl auf als abseits die Leistung auf der Strecke ist mehr als genug. Wenn ein Fahrer sich nicht anstrengt, um im Team zu bleiben, muss das Team überdenken. Ja, aber das machen wir nicht. Machen wir das. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass Ihre eigene Karriere Vorrang hat? Wir müssen eben an die Fahrermeisterschaft denken und ich habe da besser schon mein Team, meine Regeln. Ja, haben wir nicht. Wenn er schneller ist, ist er schneller, ist aber nicht. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig? Oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? Wenn er sich so schnell weiterentwickelt wie das Team, ist seine Stelle nicht in Gefahr. Wir investieren viel in unser Personal. Wer hart arbeitet, wird auch unterstützt. Wenn die Ergebnisse stimmen, brauchen wir uns keinen neuen suchen. Ja, machen wir das hier mal. Ich danke vielmals für das Gespräch. Es war wie immer eine Riesenfreude. Ja, natürlich war das eine Riesenfreude. Ja, sehr schön. So, da sind wir wieder. Dann machen wir mal ein bisschen voran hier. Machen wir mal laufende Kosten. So weiter. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Denk daran, auf dem F&E-Bildschirm festzulegen, was neu entwickelt werden soll. Naja, dann müssen wir das jetzt auch nochmal gleich nochmal neu anstreben. Das ist noch in Entwicklung. Die sind durchgegangen, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. Also hier Strapazierfähigkeit für die MGU H und K ist da. Getriebe brauchen wir nicht unbedingt. Dann klar, Motoren so müssen wir machen, aber wir haben die dritte Stufe noch nicht erreicht. Und das können wir noch nicht machen. Wir haben eh zu wenig Punkte. Wir könnten jetzt halt hier nochmal rein investieren. Ne, haben auch zu wenig Punkte, sehe ich gerade. Dann never mind. Ich habe jetzt aber auch gerade gesehen, Mercedes hat jetzt auch nochmal ein bisschen entwickelt. Also ihr seht, der Verlauf, gut, das sieht man jetzt hier nicht, aber Mercedes ist hier auch fleißig am Entwickeln. Und ist sogar jetzt wieder vor uns, ne? Wir waren kurz vor Mercedes, jetzt ist wieder Mercedes vor uns. Also es wechselt immer hin und her. Also das wird noch richtig spannend werden, glaube ich, die dritte Saison. Von wegen Banane, wir haben ein komplett überlegenes Auto, das glaube ich nämlich nicht. Auch wenn wir jetzt so ein bisschen was in der Entwicklung haben, aber trotzdem. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Nee, wir investieren jetzt noch nicht in eine neue Abteilung. Weil ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob wir erstes Geld kriegen für den Saisonabschluss. Und dann können wir uns den Motorenhersteller aussuchen oder erst. Also deswegen, ich behalte mir das Geld mal ein bisschen und dann investieren wir natürlich in die Abteilung, damit wir die Stufe 3 freischalten, damit wir auch wirklich die letzten Parts auch wirklich forschen können, sonst macht das natürlich alles irgendwo gar keinen Sinn. Ja, wir machen hier weiter. Bremsscheibe ging auch nicht durch. Oh, was ist denn jetzt los, ey? Leute, dann, ja, das müssten wir jetzt auch nochmal anstoßen. So, zack. Das kostet natürlich jetzt alles super viel Ressourcenpunkte, aber gut, dann
Gehen die Dinge aber auf jeden Fall durch bis nächste Saison. Ja, die sind jetzt noch in Entwicklung. Ja, und es könnte gut sein, dass wir vielleicht als bestes Team in die Saison starten vom Leistungsvergleich. Kann aber auch sein, dass Mercedes wieder knapp vorne ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend zwischen Mercedes und uns. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Und wir müssen natürlich jetzt richtig schön pushen. Wenn wir wirklich Konstrukteursmeister werden wollen, muss da ein bisschen was nach vorne gehen. Das ist ganz klar. Wir können jetzt hier auch noch mal ganz kurz zu Mick schalten. Ja, ist natürlich nicht der stärkste Fahrer aktuell, aber ich glaube einfach, wenn wir in der Personalabteilung diese letzten zwei Stufen hier pushen, ich glaube, dann wird Mick auch noch mal ein gutes Stück besser werden. Gerade der Tempowert ist sehr entscheidend. Und ich glaube, dann wird es schon klappen, dass wir da gemeinsam vorne angreifen. Weil wir müssen gemeinsam angreifen. Weil alleine kann ich natürlich das nicht stemmen gegen Mercedes. Und ich glaube, es wird wirklich eine spannende dritte Saison von wegen Banane. Wie gesagt, ich wiederhole mich da, dass es sehr einseitig sein wird, wie wir das auch schon mal erlebt haben in diesen F1-Karrieren. Ich glaube, hier ist es nicht so der Fall. Da die Konkurrenz hier auch fleißig mitentwickelt. Ist das sehr, sehr, sehr interessant. So oder so aber soll es das jetzt gewesen sein mit der Folge, mit dem Finale dieser zweiten Saison. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, nicht nur heute, sondern auch allgemein für dieses Let's Play. Es freut mich immer wieder, da sehr, sehr viel positive Resonanz zu lesen. Und natürlich auch sehr gerne weiterhin kannst du die schreiben, wenn du wirklich Spaß an diesem ganzen Let's Play hast, wenn es dich weiterhin unterhält. Ich würde mich riesig freuen, wie gesagt, wenn du dann auch bei der dritten Saison wieder mit am Start bist. Ich sage jetzt Tschüss an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns ganz recht bald wieder zur neuen Saison. Mach's gut. Ciao.